bin ich zurzeit der Einzige jetzt gerade, wo 4 Weltrekorde hat an den Seven Summits. Und das ist für mich wie, ich kann es gar nicht realisieren. Für mich ist das ein Zufall nach dem anderen und ich bin auch immer noch sehr naiv und habe das Gefühl, ja, das war jetzt wirklich Glück und mal schauen, wie es am nächsten gibt. Und die Leute in Ecuador glauben fest daran, dass das jetzt machbar ist und ich denke es auch. Das wäre natürlich wunderschön, wenn man alle 7 auf Weltrekordzeit dann machen könnte. Und es ist jetzt wirklich sehr nahe, das Ganze. Mhm.